arkadaşlar, burada ilk mitingimizi yapıyoruz. Süryani Halk Meclislerinden iki temsilci burada bir açıklama okuyacak. Ondan sonra devam ediyoruz. Yine kortejimizi kurup son mitingimizin olduğu yere kadar yürüyeceğiz. Şimdi sözü Süryani Halk Meclisi'ne bırakıyoruz. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde und Freundinnen, wir haben uns heute hier versammelt, um unsere gemeinsame und vereinte Stimme als Volk zu erheben, damit wir Gerechtigkeit für unsere Rechtsanwälte und den politischen Gefangenen in der Türkei fordern. Aktuell befindet sich Ebru Timtek seit 178 Tagen und Aytaç Ünsal seit 147 Tagen von den Rechtsanwälten des Volkes, als auch Didem Akman und Özgür Karakaya seit 131 Tagen von der Volksfront im todesfassen Widerstand. Sie alle wollen einen fairen Prozess, das Ende der Korruption und Einmischung der politischen Macht der faschistischen AKP-Regierung in die Justiz. Die Rechtsanwälte wurden wie 100 andere politischen Gefangene, Intellektuelle, Journalisten und Musiker wie die Band Grup Yorum von weniger als einer Handvoll geheimer Zeugen, die von der politischen Polizei unter Folter zu Falschaussagen gezwungen und missbraucht wurden, inhaftiert und angeklagt. So sind auch deswegen zwei Mitglieder der Musikband Grup Yorum, Helin Bölek mit 288 Tagen und İbrahim Gökçek mit 323 Tagen, als auch Mustafa Kocak von der Volksfront nach 297 Tagen todesfassen Widerstand für Gerechtigkeit gefallen und als Märtyrer verewigt worden. Nachdem ein Gericht 17 Rechtsanwälte nach einer einjährigen willkürlichen Inhaftierung freigelassen hatte, wobei es korrekterweise argumentierte, dass es keine Beweise für irgendein Verbrechen gab, sondern nur für die Aktivitäten, die Teil eines Anwaltsberufes sind, dauerte es nicht einmal 24 Stunden, bis das Richtergremium entfernt und durch ein anderes ersetzt wurde, um die erneute Verhaftung von 12 dieser freigelassenen Rechtsanwälte anzuordnen. Derzeit sind 8 Rechtsanwälte von der Anwaltskanzlei des Volkes HHB und der Vereinigung Progressiver Juristen CHD inhaftiert. Der prominenteste CHD-Anwalt ist Sergio Koza Ağaçlı, der seit 2009 Vorsitzender des 1974 gegründeten Vereins war. Er wurde zu 11 Jahren und 3 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Vor seiner Haft vertrat Koza Ağaçlı unter anderem Angehörigkeit des 54-jährigen Metin Lokumcu, der 2011 bei Protesten gegen Recep Tayyip Erdoğans Wahlkampfveranstaltungen in der Schwarzmeerküstenregion getötet wurde, als die Polizei Tränengas eingesetzt hat. Außerdem engagierte er sich im Fall des 15-jährigen Berkin Elvan, der bei den Gezi-Protesten 2013 von einer Tränengaspatrone am Kopf getroffen wurde und nun nach 9 Monaten im Koma verstarb. In den Soma-Prozessen der Bergwerkarbeiter und vertrat die Universitätsdozenten Nuri Gülmen und den Lehrer Semih Öçakça, die nach dem vereitelten Militärputz 2016 aus dem Staatsdienst entlassen wurden. In Deutschland wurde Kocakli für sein Adjournment des Hans-Litten-Preis der Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen e.V. verliehen. Die Rechtsanwälte wurden zu insgesamt 159 Jahren Haft verurteilt, wobei sich die Beweislage in keiner Weise geändert hat. Der wahre Grund für so ein schweres Urteil besteht darin, als Rechtsanwälte des Volkes nicht profitorientiert zu sein, sondern die Menschenrechte zu verteidigen und Staatsverbrechen wie Folter, Mord verschwinden lassen und Kriegsverbrechen anzuprangern. Die Rechtsanwälte und die politischen Gefangenen in der Türkei befinden sich wegen diesen Werten im Widerstand. Sie sind im Todesfasten nicht in erster Linie wegen ihrer persönlichen Freiheit, sondern wegen unserer Freiheit. Die Freiheit des Volkes und der Verteidigung der Menschenrechte. Und deswegen solidarisieren wir uns als Volk mit den revolutionären Rechtsanwälten des Volkes und den politischen Gefangenen in der Türkei. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität!